Herzlich willkommen zu dieser übermotivierten Splatoon 2 Folge und ja, ich freue mich schon, den Rank zu verlieren. Ich glaube, ich bin in Goldfish S plus 3, müsste ich sein, doch tatsächlich. Und, oh, holy shit, ich hatte die Map schon sehr lange nicht mehr generell ranked. War hier nicht früher irgendwie noch so ein Ding, wo man hier, ja, vorüber vor konnte? Also so ein, oh, wie nennt sich das? Ich weiß nicht, ist es nur in irgendeinem bestimmten Goldfish-Modus, aber sollte doch eigentlich in jedem sein, oder nicht? Okay, wollen wir doch mal schauen. Also, erstmal langsam rantasten. So, erstmal abwarten und dann mal schauen, ob ich dann irgendwas hinbekomme. So, hallo? Ah, ja, der ist da hinten. Heißt, ich kann vielleicht... Oh, okay, das ist schon, aber das hab ich auch nicht gedacht. Gut, ich habe 3 Kills gemacht. Keine Ahnung, wie das jetzt schon wieder. Ich beschwere mich ehrlich gesagt eigentlich doch nicht. Okay, dann nehme ich halt den Goldfisch, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt damit anfangen soll. Doch, ich weiß schon, was ich damit anfangen soll. Aber... Hallo? Okay, ihr bekomme ich echt lange nicht. Tut mir leid, ich habe ein bisschen blöd gespielt. Wieso entschuldige ich mich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hing ich da richtig dämlich fest. Und das war definitiv meine Schuld. Gut, wir führen erstmal mit 59 zu 1, was jetzt doch nicht ganz so schwierig war am Anfang. Ich meine, also wenn man es mal anschaut, dann ist eigentlich 59 schon relativ hohe Zahl. RIP. Aber wenn man es dann mal... Hallo? Junge, was ähm ich hier für einen Schrott zusammen? Okay, jetzt werde ich sterben. Nee, werde ich noch nicht. Also eigentlich ist es noch gar keine so hohe Zahl. Aber... Also, ich sag mal so, die Zahl war relativ leicht zu erreichen. Oh, holy shit. Guten Tag. Dich würde ich gerne so bekommen. Komm. Oder dich, du bist eh wichtiger. Ja, ich meine, dann kannst du mich auch töten. Ich meine, solange ich den Goldfisch habe, ist mir eh alles egal. Gut, ich müsste erst plus 3 sein. Genau, relativ mittig, glaube ich. Weiß ich aber jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich vielleicht erst plus 4 werde oder erst plus 5 tatsächlich sogar. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal geschafft habe. Ich glaube, das kann man für die ganzen K.O.-Sieger, wenn man da so einen Bonus bekommt. Übrigens, ich korrigiere mich ein bisschen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass... Oh Gott, ich habe ja so viele Punkte immer Bonus bekommen. Also statt, ja, wenn ich halt gewonnen habe. Also ich glaube, im vorletzten Video war es oder so, dass ich immer so viele Punkte beim Sieg bekommen habe. Und ja, dann gerätselt habe, weshalb. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass ich jetzt weiß, wieso es ist. Und zwar, ich meine, ist ja eh offensichtlich eigentlich. Aber ich dachte erst noch, dass es vielleicht daran liegen könnte. Okay. Dass vielleicht daran liegen könnte. Ich darf nicht zu weit hin, das ist das Problem. Hallo, willst du mal sterben? Ja, will er nicht. Okay. Dass vielleicht daran liegen könnte, wie können wir vor? Ich weiß, das ist nicht die beste und schlauste Art. Das ist eigentlich dasselbe gerade in dem Moment. Aber gut. Dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich das einfach verändert wurde generell. Aber es lag einfach daran, also bin ich mir zu 100% sicher, dass es so ist. Oder sagen wir, was sagen wir? Oder sagen wir 99. Und zwar einfach durch einen KO-Sieg, dass man durch mehr Punkte bekommt. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Ja, ich habe es mir nachher angeschaut und ich habe sonst, wenn ich keine KO-Sieg bekommen habe, dann auch wieder normal viele Punkte bekommen. Ich sag mal, also so viele, wie man früher bekommen hat. Das sage ich jetzt mal, definiere ich jetzt mal als Normalhilfe. Von daher, ich bin mir relativ sicher, dass es einfach durch einen KO-Sieg war, dass ich mehr bekommen habe. Also scheinbar kriegt man noch einen KO-Sieg mehr, was ja auch irgendwo eine, ja sagen wir, coole Taktik ist. Ich weiß nicht, was sich der Typ mit dem Goldfisch denkt, wieso der nicht einfach vorgeprescht ist, weil ich meine, es wäre doch intelligenter eigentlich, wenn der mit dem Goldfisch extra vorpusht. Aber gut, ich weiß nicht, wieso sich der Pinsel so lange versteckt hat. Hätte mich auch früher angriffen müssen, dann hätte er mich auch früher bekommen. Dann hätten sie noch weniger jetzt im Nachhinein... Im Nachteil gesteckt, nicht im Nachhinein. Okay, komm, dich hab ich. Ja, scheint so, als wenn wir hier gewinnen. Wäre cool. Naja, ich weiß, du solltest vielleicht nicht als Erster hochgehen. Wäre vielleicht auch nicht die beste Taktik. Nur mal so gesagt, also... Oh, was ist das denn? Okay, ich hab den gar nicht gesehen, holy shit. Hätte ich meinen Ult instant aktiviert, dann hätte ich ihn übelst bekommen, vermutlich. Denke ich jetzt mal. Ich meine, er hätte doch einfach reagieren können und zack, nach oben schießen können. Ich glaube, er hätte mich jetzt vielleicht auch getötet. Gut, ist jetzt eh egal. Komm, dich habe ich. Oh, shit, ich hätte nicht wirklich da reinspringen dürfen. Genau, ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich wieder vergessen. Aber das ist ja eh typisch für mich. Ja, scheint so, als würden wir hier gewinnen. Außer sollte sich jetzt noch viel verändern. Aber wenn wir dich einfach so holen, dann scheint es doch erledigt zu sein. Oh, holy shit, ich hau mal lieber ab. Komm. Eieiei, das war so dumm. Also wirklich, ich hätte so gutes rausspielen können und, ja, den Goldfisch und den halt auch töten können zum Beispiel. Da waren ja, glaube ich, 3 Leute oder so, aber ich habe wirklich, das Schlechteste gemacht, was ich machen konnte irgendwie. Kannst bitte einfach sterben, danke. Ja, also du stirbst auf jeden Fall. Ich habe dich sogar getötet, perfekt. Dich habe ich auch noch, ja, also das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ist, denke ich, relativ eindeutig, genau. Ich meine, wenn niemand den Goldfisch hat und wir führen oder generell das Team, was halt dann führt, hat dann logischerweise gewonnen. Gut, das war, sagen wir, eindeutig. Ja, doch, ich glaube eindeutig, ich triff ganz gut zu. Ja. Gut, ich würde sagen, ich habe gut Kills gemacht, könnte man sagen, oder? Ich würde sagen, ich habe schon ganz gut gespielt diese Runde. Holy shit, also entweder sind meine Mates absolut scheiße, nicht meine Mates, generell einfach alle anderen Leute nicht wirklich so gut. Oder ich habe einfach diese Runde echt mal gut gespielt. Das wäre es doch mal. Ja, das sollte tatsächlich so gewesen sein. Okay, habe mich jetzt ein bisschen überrascht, dass ich so viele Kills habe.
Das einzige Problem, was man hat, wenn man so eine Runde vorlegt, ist halt, dass, ja, ich meine, ich jetzt eigentlich, also wenn die erste Runde schon so doll ist, dass es ein bisschen schwierig ist, die nächste Runde nochmal besser zu machen. Ja, yeah. Vor allem, wenn die nächste Runde nicht 5 Minuten dauern wird, dann ist es sowieso unwahrscheinlich mit 24 Kills. Aber mal schauen, man kann ja immer hoffen, ne? Oh, lol, ich wusste nicht, dass hier ein Loch drin ist auf der Map. Wenn man die Map so spielt, wusste ich tatsächlich nicht. Gut, ersten Kill habe ich ja schon mal gemacht und dann dumm weitergespielt. Gut, das ist dann auch geklärt. Hallo? Eieiei. Also, naja. Ich meine, letztendlich habe ich den noch bekommen, auch weil es lag einfach nur daran, weil der, keine Ahnung, was er sich dachte, dass mit dem Sepiato so in Nahkampf zu gehen. Gut, ich meine, wir sollten alle wissen, dass Sepiato ja in Anführungszeichen, ich ne, sage jetzt mal in Anführungszeichen, Nahkampf-Sniper zu der Waffe, falls ihr wisst, was ich meine. Aber, also man muss jetzt mit dem Nahkampfaspekt auch nicht übertreiben, ne? Das ist jetzt, es ist immer noch eine Sniper irgendwo. Das heißt nicht ohne Grund Sniper, auch wenn man ihr gut im Nahkampf angreifen kann. Die Waffe ist und bleibt eine Sniper einfach. Und du hast mich interessant erwischt, sondern ich will es aus, hätte sie mich erwischt, aber gut. Ja, wo sind die denn alle hin? Oh, der wird gleich sterben. Oh, ja, hier ist viel zu viel los. Ne, der wird eh gleich sterben. Yep, den können wir, glaube ich, nicht mehr retten. Nope, das sollten wir nicht mehr schaffen. Und zwar egal, was wir machen. Oh, ich war gerade so verwirrt. Wir sind so viel Hilfe. So viel abgegangen auf dem Bildschirm, dass ich gerade komplett überfordert war. Und deshalb einfach gestorben bin. Gut, aber was ich meinte, wenn man mit so einer Runde vollhält, ist natürlich schwierig, dann halt auch noch das Niveau zu halten, sage ich mal. Also, zumindest, ja, was Kills angeht, ist schwierig, dann nochmal so eine Runde hinzubekommen. Ich mache vermutlich jetzt den dümmsten Fehler, den man machen kann, und zwar so dämlich zu pushen. Komm. Oh, je, je. Ja, nein, ich hab. Oh, ich hab's gut gemacht. Oh, ihr seid sogar hier. Okay, ich dachte, dass der Sniper viel weiter hinten wäre. Sonst hätte ich gleich meinen Ult gemacht. Aber wie gesagt, da ich dachte, dass der Sniper hier war, glaube ich, gell? Ich dachte, dass der hier ist und gerade abhaut. Dachte ich, dass es nicht so viel Sinn ergibt, wenn ich da Ult machen, ist ja irgendwo logisch. Weil, wie soll ich mein Ult machen, wenn nichts da ist, wo es mir viel hilft? Also weder Gegner noch sonst irgendwas. Holy shit, hab ich das gerade versemmelt. Eieiei, oh Robin, was machst du denn? Also das habe ich ja so dumm runtergespielt schon wieder. Okay, gut, ich denke, man sieht, dass ich in der ersten Runde deutlich besser war als jetzt. Vor allem auch, nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, als ob wir es nicht mal so nah rangebracht haben vorhin. Wir haben es halt vorhin wirklich nicht mal so nah rangebracht. Was ich halt schon gedacht hätte und da bin ich mal wieder ein bisschen seltsam gegamed. Ja, ich denke, wenn die Runde 5 Minuten geht, dass ich zumindest 15 Kills habe, das denke ich sollte okay sein. Also ich sage jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass ich 15 Kills mindestens haben werde, aber wäre doch schon ganz schön. Ich weiß auch, dass hier gleich Leute hochkommen, ja, deshalb Goldfisch nehmen ist so eine Sache, ne? Wenn man weiß, dass hier überall Gegner sind, dann hat logischerweise hat man dann keinen Bock, den Goldfisch zu nehmen. Eieiei! Naja. Weil man sich mit Goldfisch dann logischerweise viel schwerer, ja, viel schwieriger halt wehren kann. Ja, okay. Dieses Match haben wir relativ sicher, würde ich sagen, verloren. Weil um das noch zu gewinnen, müssen wir jetzt den Goldfisch einnehmen und dann nochmal auf, ja, also 27 vorpushen. Ich denke, es ist klar, dass das unwahrscheinlich ist, oder nicht? Ja. Ich will nicht sagen, dass wir es zu 100% verloren haben, aber doch schon so sicher, also das sollte... Obwohl, komm, Leute, wenn du jetzt klug spielst... Komm, klug spielen heißt, dass du jetzt nicht da stehen bleiben sollst, sondern vorgehen sollst. Ich habe zwei Leute getötet. Ich habe zwei Leute getötet und noch einer ist gestorben. Okay, ich will ihm jetzt auch nicht wirklich allzu viel vorwerfen, weil, ja. Okay, aber, also, okay, doch, ich will ihm eigentlich schon was vorwerfen, weil ich meine, die waren jetzt zu dritt und ihr habt ja gesehen, der war die ganze Zeit nur an einem Punkt. Und ich hatte, glaube ich, zwei Leute getötet und es ist noch einer gestorben. Oder selbst wenn ich nur die zwei Leute getötet habe, Leute, ihr wart zu dritt. Bitte, man hat auch auf der Karte nicht gesehen, dass vor euch so krank eingefärbt wurde. Also können die, selbst die restlichen zwei Leute... Gut, okay, ich meine, ich bin auch mit 13 Kills zufrieden, wenn es mit, also wenn es die meisten sind. Leute, ihr hättet doch einfach versuchen können, davor zu pushen. Weil ich meine, entweder wir haben verloren und ihr probiert es nicht mal... Oder wir haben noch eine Chance zu gewinnen. Und jo, Leute, dann probiert es doch wenigstens, also probiert es doch wenigstens, das noch, ja, zu schaffen. Weil ich meine, wir haben eh verloren, wenn ihr nichts macht. So, es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden. Und da ich jetzt nicht wirklich gesehen habe, dass auf der Karte viel vor denen eingefärbt wurde, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass selbst wenn niemand anderes sonst gestorben wäre, die restlichen zwei Leute vor denen gewesen wären, weil hinter dem war auch einer, hat man ja gesehen. Das heißt, also logischerweise war so gesehen eine Person vor denen, wenn überhaupt. Und... Also gut, es muss jemand vorne gewesen sein, vermutlich, weil sonst wäre es schon echt krank, selbst was sie da veranstaltet haben. Aber Leute, wenn eine Person vor euch ist, ihr seid zu dritt, dann probiert's doch, man. Ach komm, genug aufgeregt. Ich meine, ich kann die Situation dazu gesehen ja auch nur als Außenstehender betrachten. Also, was heißt nicht mal als Außenstehender, sondern ich kann es jetzt nur so, ja, betrachten, halt mit den Infos, die ich halt bekommen habe, durch die Map halt. Und da sah es jetzt nicht so für mich aus, als hätten die da irgendwelche Probleme haben müssen, rein theoretisch. Aber keine Ahnung, vielleicht hatten die ja auch, weiß was ich, den E-Sportler hoch 10 vor ihnen. Und der hat die einfach komplett weggenutzt und deshalb hatten sie absolut keine Chance. Man weiß ja nie, aber ja, unwahrscheinlich, oder? So, ich predikte, dass es auf 65 vorbringen wird, locker. Das soll, denke ich, sollte kein Problem sein. Oh, 62. Sag ja, 65 locker. Oh, alter Junge. Ey, hätte er den nicht geworfen, dann hätte ich mindestens den einen bekommen.
Aber auch lustig, wie sehr der Unterschied sein kann, dass ich in einer Runde 24 Kills hatte und in der anderen nur 13. Und ich hatte ja die meisten Kills, so ist es ja nicht. Also, ich hatte ja die meisten mit meinen 13. Und ey, hätte der mir keinen Direct-Hit gegeben, dann wäre auch dann ein Direct-Hit. Ist auch lächerlich. Ja, man sieht schon wieder, dass ich ein bisschen anders spiele, würde ich sagen. Oh, alle, ja, okay. Der hat sich gerade, by the way, teleportet, falls ihr es nicht gesehen habt. Goldfisch zu nehmen, ob das eine gute Entscheidung war. Ja, wahrscheinlich habe ich dich nicht ins. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Wenn ich den jetzt nicht ins bekomme, wäre schon arg seltsam. Ach komm, jetzt halt aber. Oh, komm, Leute. Wir müssen es doch schaffen. Helft mir, helft mir, helft mir, helft mir, helft mir. Ach. Geil, Alter. Ihr Leute, ihr habt mir echt gut unterstützt. Ich meine, wäre ich jetzt einfach so auf einmal los? Ja, aber ich habe ja hinten. Ich habe drei Leute erledigt und bin dann von hier vor. Also sollten es doch die Mates mitbekommen, wenn ich pushe. Und ich meine, das Problem war, ich hätte jetzt auch nicht noch länger warten können fürs Pushen. Oder hätte ich länger gewartet, dann wären wieder alle am Leben. Und dann hätten wir es jetzt recht weniger schaffen können, wenn ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es war die beste Möglichkeit, also beste Zeitpunkt, um zu pushen. Aber es haben meine Mates gemacht, die genau nichts. Ich reg mich heute mal wieder gern bei meinen Mates auf. Aber, also ich meine, wenn ich mich über meine Mates aufrege, dann habe ich zumindest den Eindruck, dass es auch immer zu Recht ist. Oder sagen wir meistens. Gut, wir führen. Okay. Jetzt habe ich mal keinen Grund. By the way, Leute, ich möchte mich jetzt nicht als ultrakranken Pellenspieler hinstellen, auf gar keinen Fall. Falls jetzt rüberkommt oder so, weil ich mich gerne über meine Mates beschwere. Nur habe ich das Gefühl, dass teilweise meine Mates wirklich noch, also wirklich schlechter sind als ich. Und ja, wie gesagt, ich weiß, dass es unglaublich viele Splatoon-Spieler gibt, die besser sind. Aber man spielt natürlich auch immer mit Leuten zusammen, die schlechter sind in der Regel. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen seltsam spielen. Gut, ich habe tatsächlich sogar wieder die meisten Kills. Es wundert mich schon etwas bisschen, wollte ich gerade sagen. Okay, das waren jetzt 2, 5 Minuten und eine, ja, geht so. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. gut, dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis nächste Folge, bis zum nächsten Stream. Und ja, falls euch das gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung lassen. Gut, dann würde ich sagen, ciao, ciao.